danke dir, Moritz Götze. Ich bedanke mich ganz besonders für die Umsetzung dieser tollen Themen. Das ist also auch gar nicht selbstverständlich. Wir hatten ja schon viele berühmte Künstler, was weiß ich, Elvira Bach, James Rizzi, aber es ist das erste Mal, dass sich auch wirklich ein Künstler mit dem Thema Wetzlar auseinandergesetzt hat. Da bin ich also sehr, sehr dankbar und wir waren sehr froh, dass es so gekommen ist. Deine Idee, was zu Wetzlar machen, war für mich insofern reizvoll, weil ich mich mit Wetzlar noch nie befasst habe, hier noch nie war und mich Geschichte immer interessiert und vor allen Dingen in kleinen, ja auch immer das Große zu sehen ist, und das ist ja in meiner Stadt, wo ich herkomme, ähnlich, dass es eine Stadt ist, die viele nicht kennen und die aber trotzdem eine ganz spannende Geschichte hat, und insofern war das spannend, sich mit Wetzlar zu befassen und so ist mir die Stadt dann einfach näher gekommen. In der kleineren Stadt ist sowas natürlich ein Ereignis, gerade ein Künstler deiner Kragenweite hier zu haben, und das hat man auch gemerkt. Ja, und es ist ja auch schön, wenn das an drei Orten ist. Das ist ja dann auch fast ein kleines Götzerfestival. Richtig, sozusagen. Eine Hommage an den Künstler. Ja. Also Moritz, zu dem Bild hätte ich noch mal eine Frage. Das ist ein neunteiliges Bild, das du jetzt gemacht hast zum Thema Wetzlar. Hier sind die Motive klar, Wetzlarer Zeitung, Lotte Lahn, Hauptfache Goethe, dann diese optischen Teile als Wetzlar als Optikstadt und der Esel Hermann. Das Bild fällt ein bisschen raus. Was ist denn der Computer für dich? Was hat er mit Wetzlar zu tun? Oder steht er nicht für jede Stadt? Naja, mittlerweile steht er ja fast für jede Stadt, ja. Aber das ist jetzt so ein bisschen einschmeicheln, dass eben so das Stadt der Zukunftsvision, ja. Das auf jeden aber Fall, abgesehen davon male ich einfach sehr gerne Laptops. Ah, okay, alles klar.